Ephesus ist seit jeher als Heimat eines der sieben Weltwunder bekannt, und die ersten archäologischen Missionen in der Stadt konzentrierten sich auf die Suche nach den Überresten des Artemis-Tempels. Denn in seiner Blütezeit, zwischen dem 1. und 3. Jahrhundert, war Ephesus der wichtigste Hafen Kleinasiens und das Tor zu den östlichen Provinzen des Römischen Reiches. Sein Reichtum in dieser Zeit zeigt sich in den heute sichtbaren großartigen Denkmälern. Die Fassade der Celsus-Bibliothek zeigt die auffällige Opulenz privat finanzierter öffentlicher Räume, und das riesige Theater wird immer noch für Musik- und Theateraufführungen genutzt. Doch der Reichtum der Stadt reicht über die großen öffentlichen Gebäude hinaus bis hin zu den alltäglichen Details des Privatlebens. Die Reihenhäuser im Zentrum bieten einen Einblick in das Alltagsleben der Elite der Stadt, die für ihre kosmopolitische Schönheit verantwortlich ist. Die Identität von Ephesus war zutiefst östlich. Antonius und Kleopatra machten es während der römischen Bürgerkriege zu ihrer Hauptstadt, und Plutarch erzählt uns von Antonius' Einzug in die Stadt, Frauen, gekleidet wie Bacchus, und Männer und Jungen wie Saturn und Pans, gingen ihm voran, und die Stadt war voll. Aus Efeu und Thyrsusstäben und Harfen und Pfeifen und Flöten und dem Volk, das ihn als Dionysos, den Spender von Freude und Wohltätigkeit, begrüßt. Ephesus war einer der bedeutendsten Häfen Kleinasiens, und prominente Römer, die nach Osten reisten, um Statthalter- oder Verwaltungsposten zu übernehmen, reisten im Allgemeinen über Ephesus. Plinius der Jüngere und Cicero schreiben beide ausführlich über ihre Besuche. Ab dem Ende des 3. Jahrhunderts begann die Stadt jedoch an Bedeutung zu verlieren, als Erdbeben die großen Denkmäler zum Einsturz brachten und der Hafen allmählich versandete. Die Ausgrabungen der Reihenhäuser durch österreichische Archäologen fanden zwischen 1967 und 1983 statt, und 1999 wurden die prächtigen Überreste des sogenannten Terrassenhauses II zum Schutz mit einer großen weißen Dachkonstruktion abgedeckt. Die Reihenhäuser wurden so genannt, weil sie auf terrassiertem Gelände in den Hügel gebaut wurden, eine Gebäudeform, die auch als Hanghaus oder Hanghaus bekannt ist. Da Terrace House I dem Erdbeben von 262 n. Christus entgangen war und bis zum Ende des 7. Jahrhunderts weiterhin bewohnt war, verlor es seine ursprüngliche römische Dekoration durch fortlaufende Neuanstriche. Terrace House II hatte in gewisser Weise mehr Glück, da es bei dem Erdbeben zerstört wurde. Wie die anderen handelte es sich um eine römische Insula oder einen Wohnblock mit 6 Wohnungen zu je 3 Stockwerken, der gegen Ende des 1. Jahrhunderts erbaut wurde, eine äußerst raffinierte Form städtischen Wohnens. Als das hoch aufragende dreistöckige Gebäude einstürzte, blieben die empfindlichen Innenräume der unteren Stockwerke unter den Trümmerhaufen erhalten, die von oben herabfielen. Diese Chronologie wurde erst kürzlich anerkannt. Frühere Archäologen gingen davon aus, dass sowohl Terrace House I als auch Terrace House II bewohnt waren, bis die Stadt im 7. Jahrhundert verlassen wurde. Dank jüngster Ausgrabungen konnte dies überarbeitet werden. Während Terrace House I tatsächlich bis zum 7. Jahrhundert bewohnt war, zeigen datierbare Fragmente, die in den Trümmern gefunden wurden, dass Terrace House II viel früher, am Ende des 3. Jahrhunderts n. Christus, verlassen wurde. Die Fresken von Haus II, die sich noch im Restaurierungsprozess befinden, sind wirklich großartige Beispiele der Blütezeit der römischen Kunst und übertreffen nur diejenigen von Pompeji, obwohl sie sich im Allgemeinen in Stil und Thematik unterscheiden. Die meisten Fresken sind intellektuell inspiriert und stellen Philosophen und Musen dar, während in Pompeji pastorale Szenen häufiger vorkommen.
Am prächtigsten ist der Raum der Musen, der als erster einer Restaurierung unterzogen wurde. Die weißen Wände sind in eine Reihe von Tafeln unterteilt, auf denen jeweils die Figur einer Muse abgebildet ist. Die Tatsache, dass es in benachbarten Wohnungen zwei ähnliche Räume gibt, beweist die Beliebtheit solcher Designs. Der Theaterraum zeigt eine weitere Reihe spektakulärer Wandgemälde. Diesmal sehen wir vier große Schauspielerfiguren und darüber Herkules mit dem Flussgott Achelous. An den Wänden hängen kleine Szenen aus den Tragödien des Aischylos und den Komödien des Menander. Eine prächtige pastorale Szene im Peristyrpsilonel oder Innenhof von Apartment 4 verleiht eine Illusion von Raum. Dieser Raum ähnelt Beispielen in Pompeji. In den anderen Wohnungen wird die Natur in einem abstrakteren Stil dargestellt, in größeren und komplexeren Mustern aus Amoretten, Tieren und Masken. Fresken wie diese sowie die grandiose Architektur der Wohnungen sollten offensichtlich den Reichtum, die Urbanität und den geistigen Stand des Besitzers widerspiegeln. Das feine Glasmosaik im zweiten Apartment stellt Dionysos und Ariadne dar, und anderswo entsprechen Schwarz-Weiß-Muster wiederum der zeitgenössischen Mode. Nummer 6 ist die prächtigste aller Wohnungen und verfügt über ein Bad, eine Bibliothek und zwei riesige Empfangsräume. Der erste, ein Triclinium oder Speisesaal, ist als Marmorsaal bekannt, da seine Wände einst mit prächtigem Marmor gefliest waren. Dies war Innenarchitektur mit einem einzigen Ziel, den Status seines Besitzers zu vermitteln. Daneben befindet sich die Basilica Privata, ein weiterer riesiger Raum, dessen Funktion weniger klar ist. Es war von einer riesigen Kuppel gekrönt und verfügte über eine Fußbodenheizung und einen großen Pool. Obwohl allgemein davon ausgegangen wird, dass der Eigentümer hier seine Kunden empfing und seine Geschäfte abwickelte, wurde dies in jüngerer Zeit in Frage gestellt. Apartment 6 zeichnet sich durch zahlreiche Hinweise auf den Gott Dionysos aus. Im Peristyrpsilonel standen einst zwei Büsten des Gottes zu beiden Seiten einer Büste des Besitzers. Und in einem kleinen Raum neben der Basilica Privata befindet sich ein fantastisches Beispiel für Stuckarbeiten mit Figuren aus dem dionysischen Pantheon. Diese Hinweise haben einige zu der Annahme geführt, dass die Wohnung und insbesondere die Basilica Privata der Schauplatz für Riten des Dionysos-Kults war. Einmal mehr unterstreichen die üppige Ausstattung und die prunkvolle Architektur den Reichtum des Besitzers. Auf Kosten benachbarter Wohnungen wurde der Marmorsaal vergrößert und die Basilica Privata komplett umgestaltet. Bemerkenswerterweise kennen wir den Namen des Besitzers von Apartment 6. Gaius Flavius Furius Aptus war ein führender Bürger von Ephesus und leitete einst als Alitarch die Olympischen Spiele in Ephesus. Die Sockel zweier Statuen der Göttin Aphrodite, oft mit dem Meer in Verbindung gebracht, haben zu der Theorie geführt, dass sie ihr Vermögen mit der Schifffahrt gemacht hat. Aptus zu Hause war ein wichtiges Mittel, um seine Macht zu demonstrieren. Raffinesse und Status. Am Morgen erledigte er Geschäfte und traf sich mit Kunden, während am Abend prominente Epheser empfangen und bewirtet wurden. In Wohnung 2 wurde ein Graffiti gefunden, das sich auf einen bestimmten Salutaris bezieht. Dies könnte Caius Vibius Salutaris sein. Als prominenter Epheser, der für seine bürgerliche Wohltätigkeit bekannt war, weihte er auch Silber- und Goldstatuen, die durch die großen Prozessionen der Stadt getragen werden sollten. Als er aus Italien nach Ephesus kam, entwickelte er sich schnell zu einem einflussreichen Mitglied der Elite der Stadt, die Stadtentwicklung als Mittel zum sozialen Aufstieg betrachtete. Etwa zur gleichen Zeit, zu Beginn des 2. Jahrhunderts, gründete Tiberius Julius Celsus Polemainus, Prokonsul von Asien, seine Celsus-Bibliothek,
ein Gebäude, das zu seinen Lebzeiten seine kulturellen Fähigkeiten anpreiste und nach seinem Tod als Grabstätte für ihn diente. Diese drei Männer, die weniger als ein Jahrhundert voneinander entfernt lebten, veranschaulichen, wie die Elite von Ephesus ihren Status begründete. Die Wohnungen von Haus 2 müssen als eigenständige Denkmäler betrachtet werden. Sie waren für die Selbstdarstellung eines römischen Aristokraten ebenso wichtig wie jede große öffentliche Wohltätigkeit. Natürlich waren die Fresken und die Marmorverkleidung nur von wenigen Auserwählten zu sehen, einem winzigen Teil der Menge, die von großen Prozessionen und großen öffentlichen Gebäuden beeindruckt war. Aber was den bewundernden Besuchern von Terrace House 2 an Zahl fehlte, hätten sie durch Exklusivität und Einfluss mehr als wettgemacht. Der Reichtum, der in diesen Wohnungen zum Ausdruck kommt, ist weit mehr als nur ein altes mit den Joneses Schritt halten.